Mit direkt gerichteten Augen durchkreuzen sie das Königreich des Todes, diese Gründonnerstagsfeierlinge. Ich meine, sie durchstreifen es oder doch durchkreuzen. Gedenket unser, wenn überhaupt, dann nicht als verlorene, gewalttätige Seelen, sondern denkt an uns nur als die Hollow Man, the Stuffed Man. Vollgestopft haben sie sich, haben wir uns. Wieso sind sie, wieso sind wir dann hohl? Das Volkstheater hat eine neue Produktion. Rechnitz, der Würgeengel von Elfriede Jelinek, das sich mit einer sehr dunklen Geschichte der österreichischen Vergangenheit, aber auch vor allem des Burgenlandes beschäftigt. Mit einer wahren Begebenheit eines Massakers. Rechnitz im Burgenland. Gräfin Pacani, die Tochter von Heinrich Thyssen, lädt SS- und Gestapo-Männer zum großen Gefolgschaftsfest auf ihr Schloss. Sie weiß, es wird das letzte sein, denn die Rote Armee rückt unaufhaltsam näher. Umso ausgelassener wird hier noch einmal gefeiert. Zur selben Zeit werden rund 100 jüdische Zwangsarbeiter von Köszeg nach Burg transportiert. Etwa 200 von ihnen, die wegen Erschöpfung und krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten können, werden zurück nach Rechnitz transportiert. Kurz vor Mitternacht klingelt ein Telefon im Schloss. Eine Gruppe von Gästen verlassen das Fest. Gewehre werden ausgeteilt. Als die Gäste zurückkehren, sind 180 jüdische Zwangsarbeiter erschossen. Die Überlebenden müssen die Toten begraben, aber auch sie werden am nächsten Tag getötet. Das Verbrechen wurde im postnazistischen Österreich nie vollständig geklärt. Die Hauptschuldigen entkamen ins Ausland, andere erhielten milde Strafen. Zwei Zeugen wurden ermordet und die Gräber der Opfer wurden bis heute nicht gefunden. Und durften auf diese Hohlen schießen. Ja, die Frau Gräfin auch. Von mir aus sehr gern. Was kann ich von mir aus schon tun? Jelinek lässt Boten und Botinnen vom Geschehen berichten. Stimmen aus dem Heute und dem Damals. Zeuginnen eines Endphaseverbrechens, denen angesichts der bevorstehenden Niederlage des NS-Regimes das Morden noch einmal exzessiv und bekenntnishaft vollzogen wurde. Einer Kugel gleich mehrere, so viele wie möglich. Sie sind ja ziemlich weich, und wenn danach noch welche leben, ist das auch egal. Naja, nicht überall, aber an den entscheidenden Stellen sollten Sie schon tot sein. Das wäre besser für Sie. Sonst kommen Sie lebend. In diese Gruben, aber rein müssen Sie. Wozu hätte man Sie sonst die Gräben graben lassen? Der Text richtet damit sein Augenmerk auf die unbeteiligten Beteiligten dieser monströsen Nacht und umkreist die Themen Mitwissen, Mitschuld sowie Erinnern und Erzählen. Im Durchmessen und Durchforsten der seinerzeit vergangenen Jahrzehnte konstatiert er zugleich die Vergeblichkeit des Kündens von der Geschichte. Das Volkstheater zeigt mit Rechnitz, der Würgeengel, einen der eindringlichsten Texte von Elfriede Jelinek, für den sie 2009 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet wurde, und der zwei ihrer Lebensthemen variiert. Die nicht aufgearbeitete Vergangenheit der NS-Zeit und das mangelnde Vermögen der Sprache bei der Bewältigung der dringlichsten Aufgaben. Der serbische Regisseur Milos Lolic sucht in seiner Inszenierung nach Übergängen zwischen Party, Exzess, Rausch und Gewalt. Eine tolle Inszenierung mit interessanten Videoeinspielungen und hervorragenden schauspielerischen Leistungen des Ensembles. Keine leichte Kost, aber absolut sehenswert. Ein Stück,
das betroffen macht. Dort runter, das Ende, soll unser aller Grabmal sein, soll ich Ihnen ausrichten? Ich habe aber vergessen, von wem. Und dagegen können Sie auch gar nichts ausrichten. Fällt der Schatten, von dem ich vorhin sprach, schon im Dunkeln. Es ist der Krieg. Da bleibt doch kaum einer neutral. Ah, du schweigst. Aber doch. Krieg auch in Österreich. Dass es später völlig neutral sein wird, das ist aber zum Glück, also zu seinem Glück, jetzt noch gar nicht gibt.